Meintes, willkommen zu diesem neuen Video. Und willkommen aus Los Angeles für meinen Heimflug mit SAS wieder zurück nach Europa. Bin jetzt gerade am internationalen Terminal und gehe jetzt gleich mal rein. Und dann gehe ich gleich kurz zum Check-in, um meine Dokumente zu überprüfen. Und dann kann ich auch gleich zur Sicherheitskontrolle gehen. So, Check-in ist durch, ging sehr, sehr schnell, da war so gut wie gar nichts los, also ja, ich erwarte jetzt keinen super vollen Flug. Der hat 4 Stunden vor Abflug geöffnet, stand da, und war überhaupt nicht nötig, 4 Stunden vor Abflug da zu sein, also ich war jetzt knapp 2 Stunden vor Abflug da und bin super schnell durch gewesen, muss nur meinen Impfausweis vorzeigen. Mein Ziel ist ja Göteborg und ja, ging sehr einfach und jetzt kann ich gleich zur Sicherheitskontrolle gehen und dann zeige ich mir. Ja, die Sicherheitskontrolle befindet sich halt ein Stockwerk höher und für die USA typisch, muss man halt immer seinen Pass vorher zeigen und halt auch immer die Schuhe ausziehen. Und ja, ist halt so typisch USA. Ja, Sicherheitskontrolle ist durch, ging relativ schnell, hat jetzt so 10 Minuten etwa gedauert. Und jetzt kann ich gleich zu meinem Gate gehen. Gate ist heute 157 im Terminal B, dem großen internationalen Terminal halt, für alle internationalen, wo auch Lufthansa fliegt. Ja, ich gehe mal gleich mal dahin, hole mir gleich noch ein bisschen was zu trinken, denn es wird heute ein längerer Flug. Also, Abflugzeit ist heute 11.10 Uhr und wir landen in Kopenhagen um 7 Uhr etwa. Ja, das heißt, 11 Stunden fliegen wir jetzt durch den Tag und durch die Nacht nach Kopenhagen. In einem Airbus A330, soweit ich weiß. Und ja, freue ich mich schon auf jeden Fall schon drauf. Ich gehe erstmal gleich zum Gate und dann erzähle ich noch mehr. So, haben jetzt dort noch schnell eine Wasserflasche gekauft, hat nur 4 Dollar hat es gekostet, also gar nicht überteuert. Selbst an der Tanke bezahlt man hier in den USA für die gleiche Flasche nur 2 Dollar, also es sind immer diese Flughafenpreise, also ja, ist ja nichts Ungewöhnliches. Ja, und wenn ich jetzt gerade noch zum Gate laufe, beantworte ich vielleicht mal eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme: Wie kann ich mir sowas leisten? Nun, ich möchte mal an diesem Punkt hier gerade beantworten, mit diesem Flug einfach, denn ich habe jetzt für Hin- und Rückflug von Göteborg über Kopenhagen nach Los Angeles gerade mal 155 Euro bezahlt, weil SAS einen Fehler gemacht hat im Buchungssystem und ich das einfach als Geld ausgenutzt habe. So kann ich mir zum Beispiel meine Flüge leisten. Aber ja, einfach mal so kurz als Info zwischendurch. So, jetzt kommen wir mal kurz mal zum Flug. Also Abflugzeit ist heute 11.20 Uhr, interessanterweise. Also in der SAS-App steht 11.10 Uhr, aber macht jetzt ja keinen riesen Unterschied. Also die 10 Minuten. Boarding ist bereits 45 Minuten vor Abflug um 10.35 Uhr und erfolgt halt in mehreren Gruppen. Es gibt insgesamt 6 Gruppen, wenn ich mich richtig erinnere, A bis F. Und ich bin heute in Gruppe D, das heißt, naja, dauert schon, bis ich dran bin. Aber jetzt auch nicht weiter schlimm. Also bin mal gespannt, wie voll die Kabine ist. Und dann werden wir sehen. Wir fliegen das Ganze in einem Airbus A330. Genau, Registrierungsdaten blende ich euch wieder ein. Ja, ist halt so. Eigentlich war ein A350 geplant, aber nein, SAS hat es leider umgeplant. Ist natürlich nervig für mich. Ich wäre lieber mit dem A350 geflogen, aber ist halt so. Und ankommen sollen wir dann um 7.15 Uhr in Kopenhagen. Ist so die offizielle Ankunftszeit. Vielleicht ist es ein bisschen früher, mal sehen. Und ja, dann landen wir halt am frühen Morgen wegen der Zeitverschiebung, denn Kopenhagen liegt 9 Stunden voraus, also genauso wie Deutschland. Und ja, ist schon ein ganzes Stück Zeitverschiebung. Bin mal gespannt, wie wir schlafen. Sollte diesmal eigentlich ganz gut sein, denn ich bin heute Morgen erst um 2 Uhr morgens hier gelandet in LA wegen meinem United Chaos Flug. Das ist in einem anderen Video, falls ihr es nicht gesehen habt. Katastrophaler Flug, kann ich sagen. Jedenfalls war ich jetzt um 3 Uhr morgens im Hotel und ja, habe nur ein paar Stunden geschlafen, bevor ich wieder zurück zum Flughafen musste. Aber das ist nun mal so. Und jetzt bin ich hier und jetzt kann ich den Flug nehmen und ja, euch zeigen, wie SAS A330 von den USA aus ist. Ich habe ja schon ein Video gemacht, wie es von Kopenhagen aus ist. Ja, wenn euch solche Videos gefallen, würde es mich halt auch freuen, wenn ihr mich im Abo unterstützen würdet. Habe keinen großen Kanal, aber jedes Abo bringt mich weiter und ja, würde mich halt freuen. Schreibt doch gerne einen Kommentar, gebt dem Video ein Like, wenn es euch gefallen hat und ja. Und wenn es euch nicht gefallen hat, sagt gerne warum. Also, ja, kann ich mich hier auch verbessern. Also,
Dann sage ich schon mal danke. Und ja, dann sollte ich hier alles gesagt haben und dann kann ich eigentlich zum Boarding gehen. So, Boarding ist gestartet, pünktlich, so ein bisschen überpünktlich. Und ja, jetzt geht's in den Flieger rein. Interessant, wie viele Leute nicht auf ihre Boardingklasse schauen, welche Boardinggruppe sie haben. Das waren jetzt doch sehr viele. Ich gehe immer wieder zu den falschen Gruppen. Also irgendwie, also Bodenpersonal war schon ein bisschen genervt. Ja, beim Einstieg gab es dann interessanterweise noch Masken, falls man keine mehr hatte. Was irgendwie ein bisschen sinnlos ist, weil im Terminal war ja auch schon Maskenpflicht. Ist auch egal. Jetzt mal kurz zur Sitzplatzkonfiguration. Es gibt in diesem siebten Flugzeug 262 Sitzplätze. Davon entfallen 32 auf die Business Class, 56 auf die Premium Economy Class, die ihr gerade gesehen habt, und 174 auf die normale Economy Class, wo ich halt heute sitze. Ganz weit hinten im Flugzeug wieder. Ich sitze in der zweiten Kabine und mein Sitzplatz ist heute halt 46A. Ist schon ziemlich weit hinten, ist übrigens ein Sitzplatz weiter vorne als letztes Mal. Und ja, das ist halt gerade die hintere Economy Class Kabine. Das ist die größere Kabine, also vorne ist es nur ein kleiner Bereich von der Economy. Und ja, das ist halt mein Sitzplatz. Auf dem befinden sich, wie man gerade sieht, das Kissen und die Decke schon. Das zeige ich hier später natürlich noch genauer. Der Sitzabstand ist, naja, könnte besser sein. Eine Sitztasche gibt es auch, finde ich groß genug an sich. Ein Getränkehalter gibt es. Den Bildschirm, also ein Entertainment-System, zeige ich hier später noch genauer. Und also zeige ich halt alles ausführlich nach dem Abflug, was es da alles so gibt, Filme, Serien und sowas alles. Ich möchte trotzdem schon mal kurz die Strecke heute zeigen, für die Leute, die jetzt keine geografische Karte im Kopf hatten. Also von der Westküste der USA einmal über Grönland nach Dänemark rein. Ja, dann gibt es natürlich auch noch Sachen in der Sitztasche, eine Kotztüte, eine Sicherheitskarte und eine Erklärung. Wie man das WLAN benutzt, zeige ich euch später auch nochmal alles genauer. Und ja, übrigens der Tisch war auch groß genug und lässt sich halt so ein bisschen rausziehen. Ja, und die Sitztasche übrigens finde ich auch groß genug, wobei sie ein bisschen ausgeleitet war. Unter den Sitzen gibt es dann übrigens noch Steckdosen, aber nur eine pro zwei Sitze. Und ja, währenddessen steigen gerade noch die letzten Leute ein und dann geht es auch gleich zum Pushback und jetzt auch gleich zum Sicherheitsvideo. If you're seated by window, please open the window blind. Raise the seat back. Close the table. In the flight, make sure to keep your seatbelt outside your blanket, so that the cabin crew will not need to disturb you in case of unexpected turbulence. Nach diesem schönen Abflug aus Los Angeles geht es jetzt mal mehr um das Flug, während des Fluges. Und da fangen wir einfach mit der Kabine an. Und ja, wie man sieht, die Kabine ist heute doch recht voll. Etwa 90%.
Und ja, über den Köpfen finden sich halt noch die Leselichter und die Anschlusszeichen und der Crewcore und so, aber keine individuelle Lüftung. Sowas gibt es halt besser als in dem A330 nicht. Bereits kurz nach dem Start wurde dann auch die erste Service-Runde gemacht. Allerdings wurden dann nur erstmal die Kopfhörer verteilt, die qualitativ nicht die besten waren, aber für die Leute, die keine hatten, war es völlig okay. Und dazu gab es dann noch eine 500 Milliliter Flasche Wasser, was ich ganz schön finde, dass die ausgeteilt wird, weil auf meinem Hinflug gab es sowas nicht. Warum das jetzt aus den USA gemacht wird und nicht aus Dänemark, keine Ahnung, aber ich finde es auf jeden Fall ganz schön. Und wie ihr gerade sehen könnt, es gab nochmal ein paar Turbulenzen, aber ne, ich finde sowas nicht weiter schlimm. Währenddessen fliegen wir halt weiter Richtung Nordosten und überqueren halt auch die schöne amerikanische Landschaft. Ich möchte aber erstmal noch das Entertainment-System zeigen, was es da halt so gibt. Und wie ihr gerade sehen könnt, überfliegen wir gerade auch Las Vegas. Und ja, erstmal halt zur Karte. Es gibt nicht so super viele Modi, aber es wechselt halt immer wieder hin und her in dem Bildschirm. Das finde ich nicht so super. Also es gibt deutlich bessere, wie zum Beispiel bei United und sowas alles, aber ich finde es nicht super schlimm. Ist auch egal, ein paar Daten werden noch angezeigt. Und ja, an sich, die Karte reicht halt völlig aus. Da brauchen wir jetzt eigentlich nicht viel mehr. Deshalb gehen wir jetzt mal noch zu einem Film. Und da muss man auch erstmal sagen, es gibt nur drei Sprachen, Englisch, Chinesisch, Japanisch. Und die Filmauswahl, wie ihr gerade sehen könnt, mit 57 Filmen, ist auch nicht riesig. Ich würde es als ausreichend bezeichnen, aber mehr auch nicht. Ja, es gibt halt auch einige Filme, die sind zum Beispiel auf Deutsch, wie The Revenant. Könnt ihr auf Deutsch entscheiden, obwohl das System halt nur auf Englisch, Chinesisch, Japanisch verfügbar ist. Finde ich ganz cool. Aber die Auswahl ist halt nicht riesig, muss man halt auch dazu sagen. Bei den Serien sieht es dann nicht viel besser aus. Da gibt es halt insgesamt 87 Folgen. Muss man eher sagen. Und es ist halt immer wieder richtig komisch. Bei den Simpsons gibt es dann zum Beispiel mal drei Folgen. Also immer so ein bisschen rausgerissen. Und bei dem SRS-TV, naja, 53 Filme, Serien, ist jetzt auch keine Riesenauswahl, aber ich finde es ausreichend. Richtig schlimm wird es dann nun bei der Musik. 8 Titel. Das ist alles. Das ist echt mies. Dann gibt es natürlich auch noch einen Kindermodus, der halt eigentlich nur die Sachen zusammenfasst, die ich gerade euch schon gezeigt habe. Spiele gibt es natürlich auch noch. Aber auch nicht so super viele und persönlich, naja, eigentlich ist es okay mit 13, aber ich brauche es persönlich auch nicht. Es gibt da natürlich auch noch eine Karte, was es halt heute gibt, aber man kann sich auch einfach ein bisschen überraschen lassen. Denn bei SAS gibt es in der Regel keine Auswahl beim Essen, also ja, dazu aber später dann noch mehr. Während des Fluges, also nach den Mahlzeiten, gibt es übrigens keinen Gratis-Service, also nur Wasser, Tee und Kaffee. Ansonsten, wenn ihr ein Softgetränk möchtet oder einen kleinen Snack oder so, dann müsst ihr dafür bezahlen. Also zwischen den 8 Stunden halt. Das richtig coole ist auch übrigens, dass es in diesem Flugzeug auch Kameras gibt. Klar, jetzt sind wir gerade in der Luft und sind so ein bisschen in den Wolken, deswegen kann ich euch gerade nicht so viel zeigen. Ich kann euch aber sagen, die Kameras sind qualitativ, ja, etwas veraltet. Also klar, es ist schön, Kameras im Flugzeug zu haben, aber es sind wirklich nicht die besten, da geht noch mehr. Aber es ist schön, die halt zu haben. Ansonsten kann man natürlich auch Feedback geben, wie einem der Flug gefällt. Und ich mache das selber dieses Video. Ja, ansonsten gibt es halt noch ein paar Tasten, halt zum Lauter stellen, Licht an, Licht aus, Crewcore und sowas, alles ist im Bildschirm integriert, was ich ganz cool finde. Und daneben gibt es ja noch den Kopfhöreranschluss und den USB-Anschluss zum Laden. Und währenddessen, ja, wir fliegen immer weiter über die USA noch, nicht richtig nach Norden schon, deswegen sehen wir gerade noch die wunderschönen Aussichten über die USA. Und naja, ich kann euch das alles auch zeigen, weil ich immer noch auf das Essen warte. Nach 2 Stunden nach dem Abflug gab es dann halt den richtigen Essensservice. Zuerst mit einem Getränk nach Wahl, übrigens auch Alkohol. Ich habe mich jetzt aber für eine Cola entschieden, weil ich keine Lust auf ein Bier hatte um 13 Uhr. Und ja, das ist immer ganz schön. Die Auswahl gibt es auf jeden Fall auch ganz gut. Und danach gab es halt noch das Essen. Es gab allerdings keine Auswahl beim Essen. Das finde ich jetzt, ja, mittelmäßig gut. Für eine Premium Airline ist es ehrlich gesagt nicht so gut, aber für mich hat das Essen gereicht, deswegen fand ich es okay. Es gab dann halt Beef mit Nudeln, Erbsen, so ein Salat, der mir nicht so geschmeckt hat, ein super leckeres Kuchenstück und halt ein Brötchen. Ich muss halt sagen, dieses Essen war besser als bei meinem Abflug aus Kopenhagen. Es war ja auch ein bisschen was anderes, aber normalerweise ist es halt, wenn man aus Nordamerika nach Europa fliegt, ist das Essen schlechter als auf dem Hinflug. Aber in diesem Fall, ich kann mich wirklich nicht beschweren. Dieses Essen hat super lecker geschmeckt und ich bin super froh damit gewesen. Also ich kann mich wirklich nicht beschweren. Der Salat war nicht mein Geschmack, aber ne, ist halt so. Aber der Kuchen war lecker. Es gibt halt auch wieder Holzbesteck, was ich natürlich ein bisschen ungewöhnlich finde. Ich finde es jetzt nicht schlimm oder so, aber ja, sieht man halt nicht bei vielen Fluggesellschaften. Und ja, wir fliegen weiter immer noch über die USA und ich kann euch halt dann auch jetzt mal das WLAN zeigen, denn das WLAN hat auf diesem Flug funktioniert. Anders als beim Hinflug hat es funktioniert und deshalb kann ich euch mal den Preis zeigen. Und naja, also erstmal, wenn ihr Business oder Gold SR Plus Traveler seid, dann gehört das gratis nutzen. Finde ich ganz cool. Ansonsten kostet es halt 15 Euro für den ganzen Flug, soweit ich weiß.
Ich finde es okay. Klar, das ist nicht super schnell, aber 15 Euro sind für den ganzen Flug echt ein Toppreis. Ja, währenddessen wurden die Lichter auch ein bisschen abgedunkelt oder verändert. Und wir fliegen halt weiter Richtung Kopenhagen. Und ich kann euch hier auch mal die Toilette noch zeigen, die sich in dem Fall jetzt mal in der Mitte, habe ich die genommen, befindet. Also groß ist er, Sauberkeit ist okay, einen Wickeltisch gibt es, eine Toilette gibt es, Waschbecken, Tücher sind alles vorhanden und die Sauberkeit halt war auch okay. Darüber würde ich jetzt hier nicht beschweren. Und ja, übrigens die vordere Economy Class sieht dann halt so aus. Wie ihr sehen könnt, nicht gerade groß. Und ja, jetzt verlassen wir den auch schon sehr langsam den amerikanischen Luftraum. Falls ihr euch fragt, warum das so ist, liegt einfach daran, die kanadischen Überflugentgelte sind so übertrieben teuer, dass Fluggesellschaften das lieber so machen. Ja, und ein Kissen und eine Decke gibt es ja auch, habe ich ja schon gesagt. Ich finde das Kissen auf jeden Fall ausreichend, obwohl es natürlich auch bessere gibt. Die Decke war dann übrigens auch groß genug. Und ja, dann habe ich mich auch erstmal ein bisschen schlafen gelegt, denn wir kommen ja früh morgens in Kopenhagen an. Die Lichter wurden natürlich auch abgedunkelt und dann habe ich ein paar Stunden geschlafen und bin dann halt über Großbritannien so kurz davor wieder aufgewacht. Und ja, dann wurde die Kabine immer noch so ein bisschen dunkel, aber leicht erhellt, denn es gab dann auch kurz danach Frühstück. Aber erstmal will ich euch noch kurz so den Sonnenaufgang ein bisschen zeigen, denn so langsam wurde es draußen hell und dieser Sonnenaufgang war richtig schön, der zeige ich euch gleich noch genau. Das Frühstück war dann halt so, schön Brötchen, Käse, Wurst, Joghurt, Salat, hat auf jeden Fall gepasst. Ich fand es ausreichend und auch ausreichend lecker. Und ja, kann ich mich weiter beschweren. Ich fand es wirklich lecker. Und ja, der Joghurt war nicht meins, aber geschmacklich war natürlich vollkommen okay. Ist halt immer so ein persönlicher Geschmack. Und ja, währenddessen genieße ich halt einfach diesen wunderschönen Sonnenaufgang über der Nordsee. Und zeige ich noch kurz, was es in meiner Sitztasche gibt. Also wie gesagt, es gibt eine Sicherheitskarte, die echt schön ist, die nicht kaputt ist oder irgendwie sowas. Die muss noch recht neu gewesen sein. Und ja, das sollte eigentlich alles selbsterklärend sein. Und dazu gab es halt noch eine Kotztüte. Und ja, dazu gab es dann halt noch diese Erklärung, wie man das wieder nutzt. Aber das habe ich hier gerade schon gezeigt, wie teuer das ist alles und sowas. Und es ist, ja, sich zu verbinden ist wirklich super einfach. Ja, und währenddessen erreichen wir jetzt gerade Dänemark. Und dann wurde auch noch ein Video vom Flughafen Kopenhagen gezeigt. Ja, und der Himmel war natürlich immer noch in diesen wunderschönen leuchtenden Farben und vor der Landung gab es dann übrigens nochmal ein Sicherheitsvideo, einfach nur um die Sicherheit halt an Bord zu erhöhen. Ja, was auch richtig cool ist halt, wenn man in die Fenster schaut, sieht man mal den Temperaturunterschied zwischen draußen und drin. Also draußen sind ja über minus 50 Grad in der Höhe noch. Und ja, die Lichter in der Kabine wurden wieder angeschaltet und wir sind dann auch in unseren Landeanflug auf Kopenhagen gegangen. Look up.
gefunden. Reist du bist willkommen her til København Morlokalitet er kvart over syv om morgenen. Den tid opmarkeret på jer mod her i Lufthavn. Vi håber, du har haft en pæn flyvning med os i SAS og Starliance. Og indtil vi ses igen, så siger vi SAS mange tak og ønsker dig en rigtig fortsat god dag og en rigtig god weekend. Tak. And ladies and gentlemen, welcome to Copenhagen. Well, local time here is 7:15 in the morning. We have arrived according to our scheduled arrival time. For safety reasons, please remain seated, your seatbelt fast. Keep seatback, table and footrest upright, and escape routes free from cabin baggage until the seatbelt sign has been switched off. Please be careful when opening the overhead compartments as cabin baggage may fall out. And before leaving us, ensure that you do not leave any belongings behind. And when disembarking, be aware of the difference in level between the aircraft and the jet bridge. Smoking is only permitted in designated smoking areas here at the airport. We hope that you have enjoyed this flight with SAS Airlines. And until next time, and from all of us at SAS, we do say thank you and wish you all a very nice weekend. Thank you. Ja, nachdem wir an unserem Gate angekommen sind, wurde der Bildschirm halt so umgeschaltet, automatisch. Und ja, die meisten Leute waren dann übrigens auch recht schnell raus, weil der Flug war ja auch ziemlich lang. Ich habe wieder ein bisschen gewartet, weil ich hatte eh noch genug Transferzeit. So, gerade jetzt hier in Kopenhagen gelandet. Ich gehe jetzt gleich noch zur Passkontrolle und dann gebe ich euch noch so ein Fazit zum Flug. Ja, anders als angekündigt gab es halt keine Automaten zur Selbsteinreise in Kopenhagen, zumindest nicht in dem Bereich, wo ich angekommen bin halt. Deshalb gab es nur klassische Schalter, wo ich halt dann noch kurz anstehen musste. So, bin jetzt mittlerweile eingereist. Hat ungefähr 10 Minuten gedauert. Zum Glück bin ich hier U-Burger. Das ging jetzt mal schneller als die Leute, die keine U-Burger sind. Die haben ein bisschen länger angestanden. Die ganzen Amis, die gerade mit waren. Und vielleicht noch Kanadier, keine Ahnung. Aber die haben deutlich länger gewartet. Als EU-Bürger war ich jetzt schnell durch. So, kommen wir jetzt mal kurz zum Fazit vom Flug halt von Los Angeles nach Kopenhagen hier. Und ja, ist halt ehrlich gesagt so ein bisschen gemischtes Fazit. Also der Service war okay, also das Essen hat super geschmeckt, keine Frage. Nur die Crew war ja echt extrem langsam, also 2 Stunden nach Abflug erst das Hauptgericht zu bekommen und dann 8 Stunden lang nichts und dann halt etwa ein bisschen über eine Stunde vor Ankunft dann nochmal das Zweitessen zu bekommen. Sorry, das ist einfach viel zu langsam. Also normalerweise kriegt man das Essen 1 Stunde nach Abflug und das zweite Essen kriegt man dann halt 90 Minuten mindestens vor Ankunft, damit man viel entspannter essen kann. So, das ist so die Idee, aber ja, keine Ahnung. Deswegen war das ein bisschen von der Crew her lahmarschig. Man hat es natürlich trotzdem überlebt. Ich hatte zum Glück einen echt tollen Sitznachbarn, mit dem ich viel gequatscht habe, der irgendwie auch ein Deutscher war. Und ja, haben wir auf Deutsch ziemlich viel gequatscht. Und ja, ich wurde irgendwie auch mitten in der Nacht aufgeweckt, weil meine Maske halt ein bisschen runtergerutscht war. Also muss man jetzt auch nicht sein. Also die Crew war echt nicht so geil heute. Deswegen, ja, steht und fällt mit der Crew. Flugzeug kennt ich ja schon, also die 242-Konfiguration mag ich persönlich, obwohl ich es bevorzugt hätte, im A350 zu fliegen, aber nun ist ja jetzt nun mal so. Essensqualität würde ich sogar sagen, war besser als auf dem Hinflug und ja, also grundsätzlich war der Flug okay, die Crew war halt leider ein bisschen lahmarschig, aber ja, ansonsten ist auch schön, dass man bei SAS nicht allzu sehr darauf achtet, wie sehr man die Maske trägt. Auf so einem langen Flug echt viel angenehmer. Und ja, deswegen, insgesamt war der Flug okay. Ich hatte schon bessere Flüge, aber es war jetzt auch nicht wirklich schlecht oder so. Also, bis auf die Crew, die waren, ja, das sind so langsam. Aber ansonsten war es vollkommen okay. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich sage dann ciao aus Kopenhagen. Für mich geht es jetzt noch weiter nach Göteborg. Das war ja auch kein Trip rüber. Da kommt ein anderes Video von Göteborg nach Kopenhagen. Das ist genau das gleiche. Und ja, deswegen geht es für mich jetzt gleich weiter nach Göteborg und ja, danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Unterstützt mich gerne mit einem Abo und dann gleich schon mal danke. Ja, bevor ihr jetzt zu früh abschaltet halt, ich mache zwar keinen extra Trip-Report zu diesem Flug nach Göteborg, deswegen fasse ich den einfach jetzt mal kurz am Ende dieses Videos zusammen. Wir sind halt in dieser CRJ 900 nach Göteborg geflogen. Ich habe das Einsteigen jetzt mal nicht gefilmt. Der Sitz war ein bisschen älter als beim Hinflug. Es gab in der Sitztasche halt die Menükarte, die Sicherheitskarte und eine Kotztüte. Der Sitzabstand war für so einen kurzen Flug völlig ausreichend.
Und ja, ansonsten der Sitz halt war ein bisschen älter, aber ich fand es jetzt nicht weiter schlimm. Ein Kleiderhaken gab es übrigens auch noch und ja, dann ging es auch schon zur Startbahn und zum Abflug aus Kopenhagen. Wobei ich sagen musste, ich habe echt die schlechte Seite gewählt, denn hätte ich mal lieber auf der rechten Seite gesessen, dann hätte die Sonne nicht so in mein Fenster gestrahlt und hätte ich viel bessere Aussichten gehabt. Naja, ist dann halt so gewesen. Ich meine, der Flug ist eh nicht so lang, deswegen war es jetzt auch nicht weiter schlimm. Die Kabine war auch nicht super voll und deshalb machen wir diesen ganzen Flug nach Göteborg, der wirklich weniger als 30 Minuten dauert, mal im Schnelldurchlauf. Also, nach dem Abflug in Kopenhagen gab es dann halt einen kurzen Service, der bestand aus Tee oder Kaffee. Und Wasser oder sowas gab es nicht. Das kostet dann, aber es wurde gar nicht jetzt nachgefragt. Also so viel Zeit blieb gar nicht auf dem Flug. Und wie sehen könnt, die Kabine war recht voll. Ich würde sagen 80%. Und ja, hat sich auch kaum einer gerührt. Die meisten wollten einfach kurz sitzen bleiben. Dann war der Flug auch schon recht schnell wieder zu Ende. Und wir sind schon wieder in den Landeanflug auf Göteborg gegangen. Und ja, der Anflug auf Göteborg ist natürlich immer sehr schön. Gerade so im Süden die schwedische Landschaft von oben zu sehen, hat immer was. Und genau, dann ging es halt auch schon in den Landeanflug direkt nach Göteborg rein. Und man muss dazu sagen, der Flughafen Göteborg ist auch kein großer Flughafen, deswegen mussten wir jetzt auch keine Holdings fliegen oder irgendwie sowas. Deswegen waren wir da recht schnell unten. Und die Landebahn ist ja so nah zum Terminal, dass man da gefühlt schon fast davor landet. Welcome to Gothenburg. For safety reasons, keep your seatbelt fastened, keep seat back and table upright, and keep escape routes free from cabin luggage until the fasten seatbelt sign has been switched off. We hope that you enjoyed this flight with SAS and Star Alliance. Until next time, and from all of us at SAS, thank you and we wish you a good day. So, das war es jetzt halt noch wirklich und ich hoffe, dass es euch halt gefallen hat und dass ihr dann hoffentlich beim nächsten Mal auch wieder reinschaut und ja, dann ciao.